Herzlich willkommen zu unserer Kochshow, die Fakerische. Mein Name ist Alisa Cayenne. Und mein Name ist Millie Maus, aka Koch Amadeus. Wir sind Schwestern. Nochmal kurz, damit die Frage vorab geklärt wird. Und wir haben uns überlegt, wir starten einen Podcast, weil wir hatten viele Anfragen, dass wir mit YouTube starten sollten, also von unserer Community. Wir haben sehr, sehr oft zu hören bekommen, dass es cool wäre, wenn wir YouTube machen würden. Und da haben wir uns gedacht, wir hatten leider nicht so viel Zeit aktuell für YouTube, deswegen dachten wir uns, ein Podcast wäre einfach nur perfekt. Und ja, weil wir es auch lieben zu reden und wir unterhalten uns super gerne, deswegen dachten wir uns, ihr könnt auch mal ein bisschen an unseren Unterhaltungen teilhaben. Natürlich müssen wir uns auch daran gewöhnen, das ist gerade alles sehr neu für uns. Wir sind auch gerade eigentlich sehr aufgeregt, weil hier stehen gerade 4 Kameras um uns herum, sage ich ganz ehrlich. Normalerweise reden wir nur mit unserem Handy. So, und ich rede ja irgendwie sehr oft nur von heiraten, erwachsen werden. Ich muss mich zum Wifi-Material sein vorbereiten. Deswegen dachten wir uns eine Kochshow. Genau. Weil ich habe ja Glück, meine Schwester heißt auch Koch Amadeus und deswegen dachten wir uns Podcast und dachten wir, das soll ein bisschen spannender und cooler sein. Ja. Deswegen dachten wir, machen wir einfach noch eine Kochshow damit. Weil ich bin ja Koch Amadeus, wie gesagt. Ja. Und Alisa ist ja, sie möchte ja Wife-Material werden. I'm Wife-Material. Ja, deswegen bringe ich Alisa jetzt einfach mal das Kochen ein bisschen bei. Ja. Ja. Und die Fake-Küche, warum heißen wir die Fake-Küche? Die Fake-Küche, ja. Weil, Leute, wir machen eine Kochshow, obwohl wir eigentlich gar nicht die Abilities dazu haben. Wir haben gar nicht die Fähigkeiten. Wir sind keine echten Köche. Wir sind Fake-Köche und machen eine ernste Kochshow auf YouTube und als Podcast. Ist nicht normal. Also Leute, erstes Rezept für heute. Ein grüner Teufelcam. So. Was machst du danach noch immer? Ja, das ist jetzt nicht mehr nötig, weil es ist schon gut geschmeckt. Wie kann man ein Getränk, was so aussieht, nicht mögen? Das sieht einfach so lecker aus. Was wäre es denn wohl besser als Matcha-Cookies und einen kleinen grünen Teufel. Leute, ey, wir sind krank. Ich kann das alles im Chor zu sagen. Leute, wir gewöhnen uns noch an alles, ne? Aber wir reden ja halt auch in echt so. Ja. Also wir machen immer so und danach übernimmt eine das andere. Das ist bei uns das Normalste. Genau. Wir machen heute Matcha-Cookies. Was brauchen wir dafür? Ja. Cooking-Matcha. Erstmal haben wir natürlich Matcha-Pulver, ne? Ja. Dann haben wir Weizenmehl, Zucker, brauner Zucker. Wir wollten eigentlich für die Cookies weiße Chocolate Chunks, gab es aber leider nicht. Deswegen haben wir jetzt einfach braune. Man muss jetzt auch nicht alles nach dem Rezept machen. Genau. Deswegen sind wir auch die Fake-Köche. Also gibt uns keine Tipps für die Rezepte. Hier wird viel Freestyle entstehen. Das ist alles Spontanität. Also ich muss euch auch nochmal erklären, Leute, Koch Amadeus ist halt bekannt dafür, dass er super spontan ist. Es ist alles improvisiert und Koch Amadeus ist also ein Chaos-Koch. Genau, es ist der absolute Chaos-Koch. Deswegen halt auch Fake-Koch, weil ich bin halt kein qualifizierter Koch, ne? Ja. Und du hast die Zutaten bereit gemacht und Milch vergessen. Milch. Und erklär mal, warum du so heißt Koch Amadeus. Butter auch jetzt zum Beispiel vergessen. Okay, warum heiße ich Koch Amadeus? Jetzt erzähle ich euch mal, wie der Name entstanden ist. Also es war einfach so, vor 2-3 Jahren waren wir zu Hause bei uns und unsere Eltern waren nicht da. Wir waren hier mit Alisa, Millie Maus. Welche Milch? Dieser normale Haferbarista? Nimm doch einfach eine volle. Ich glaube, wir brauchen gar keine Milch. Guck ich so eine Milch? Natürlich braucht man Milch. Erzähl mal. Ja. Auf jeden Fall waren wir zu Hause. Meine Schwester war da, Lara und Letizia. Und immer wenn wir halt sturmfreie Bude haben, habe ich immer was gekocht. Und Lara hat dann einfach mal wieder so einen kleinen Witz gemacht und hat gesagt, Koch Amadeus, koch mal was. Und das war halt so unfassbar lustig in dem Moment, dass wir uns alle totgelacht haben, weil das halt auch 1:1 Laras Humor ist mit Koch Amadeus. Lara fand das natürlich auch wieder todeslustig. Und dann sind TikToks entstanden. Ja, dann hieß ich halt einfach nur noch Koch Amadeus. Und wir haben das wirklich dann jeden Tag gesagt, weil ich sag euch ehrlich, Leute, ich verhungere lieber, anstatt mir was zu kochen, weil ich einfach so unnormal faul bin. Also die größte Beleidigung, die ich von unserer Mutter bekomme, ist, wenn sie jeden Tag so zu uns macht. Faul bis zum geht nicht mehr. Faul bis zum geht nicht mehr. Das hören wir meistens von unserer Mutter. Ich bin auch faul, aber das wird jetzt geändert. Leute, wir veranstalten hier gerade einen Podcast, okay? Das kann nichts mehr mit faul zu tun haben. Also wir sind beide so ein bisschen so kleine faule Mäuse, aber wenn es ums Essen geht, da überwinde ich immer meinen inneren Schweinehund. Ja. Also ganz ehrlich, Millie steht manchmal morgens auf und macht sich da ein riesen Frühstück mit einer kleinen Olivenschale, Tee, 2 Eiersorten. Dann schlafe ich noch und trinke ein Eis zum Frühstück. Okay. Genau. Aber ey Leute, wir dürfen nicht die Matcha-Kekse vergessen. Genau.
Du bringst mir das hier bei, ne? Also zuerst müssen wir die Butter. Die Butter muss erstmal erwärmt werden. Leute, ich muss kurz das Rezept nachschauen. Das ist kein Spaß gerade. Muss man das erwärmen? Ja. Also wir müssen erstmal den Ofen, alle Madame. Nein, man kann das auch im Topf machen. Den muss den erstmal vorheizen auf 165 Grad Celsius. Okay, aber die Butter können wir in so einem kleinen Töpfchen erwärmen. Ja, okay, warte. Nein, wieso denn? Wir müssen doch erstmal vorheizen. Nein, warte, das kann man echt auch machen. Oder okay. Auch hiermit. Ja, okay. Aber ich glaube, das ist besser. Ja, du bist doch der Koch. Vielleicht teste ich dich auch und weiß alles besser. Du machst mich total durcheinander. Also. Warte kurz. Also Leute, wir brauchen erstmal 100 Gramm Butter. Also hier müsste ich jetzt natürlich erstmal meine Mutter fragen, wie viel 100 Gramm ist, weil ich weiß es ja wirklich gar nicht. Okay. Das ist, guck mal, wie viel ist so einer Packung 500, drin? Oder? Genau, 500. Leute, das ist auch mal ein Hack für jeden, ne, wenn ihr keine Ahnung habt. Einfach 5 Schritte. 1, 2, 3, 4. Nein, was doch, sagst du? Bruder, du teilst es in 5. Ja, aber du hast das gar nicht fair gemacht. Das muss ja alles so, fair sein. So, das ist 100 Gramm. Ich weiß das schon. Okay, ich brauche noch 100 Gramm erhitzen. Okay, also wir brauchen 100 Gramm Butter. Lisa, hast du das schon mal bereitgestellt? Ja, natürlich, zum Erhitzen. Okay, also eigentlich sollte man das in der Mikrowelle, aber ich glaube, es geht auch hier. Oder einfach in der Mikrowelle. Mikrowelle, das geht auch schneller. Mikrowelle. Das kannst du in die Mikrowelle tun? Das, dieses Ding. Da steht ja, natürlich kannst du das, natürlich kannst du das. Ja, okay, okay, jetzt brauche ich noch 150 Gramm weißen Zucker. Warte, Milimu. Ja. Ich mache es in die Mikrowelle und ich muss das hier kurz weg. Okay, Alisa macht die Butter in die Mikrowelle. Ich bereite schon mal unser 50 Gramm weißen Zucker. Oder? Einen Moment, bitte. Einen Moment. Okay, ja, erstmal hier Butter, Zucker, 50 Gramm. Leute, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, ob das hier Gramm ist. Milliliter und Gramm ist das Gleiche beim Kochen. Ja, ne? Ist gleich. Okay. Ich mache jetzt einfach mal so. Ich weiß, weißt du, warum ich ein paar Sachen immer kochen weiß? Also backen weiß ich halt gar nichts, muss ich euch jetzt mal ganz ehrlich sagen. Nein, ich habe früher ehrlich gesagt sehr gerne gebacken. Aber erinnerst du dich noch an diese Phase, wo ich dann dreimal hintereinander einen Kuchen gemacht habe und jeder unnormal schlecht war? Ein Apfelkuchen hat nach Play-Doh-Knete geschmeckt, weißt du was noch? Und dann noch so ein Kirsch-Joghurt-Kuchen. Unten war so braune Brownie, oben Kirsch-Joghurt. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Mama weiß das. Seitdem habe ich es nie wieder. Wie, du kannst dich erinnern. Ich habe schon mal 3 Kuchen gebacken. Okay, Leute. Butter in eine Schüssel in Mikrowelle erhitzen, bis sie geschmolzen ist. Danach beide Zuckerarten hinzufügen. Okay, wir warten jetzt erstmal, bis die Butter geschmolzen das ist. Das dauert jetzt noch. Wie lange ungefähr? Oh, die explodiert schon fast, glaube ich. Sekunde, dafür braucht man so einen Handschuh. Nee, das geht auch so, denke ich mal. Nee, die Butter ist noch nicht geschmolzen. Muss halt länger schmelzen. Aber das riecht mir schon ziemlich verbrannt hier. Ich glaube, man muss die auch ein bisschen rühren. Nein, ich weiß ernst, man muss die ein bisschen rühren. Ja, die ist geschmolzen, die muss nur gerührt werden, Milli. Das echt? Musst du einfach wissen. Ja, okay. Da hast du recht. Ich muss hier nur mein Gehirn einschalten. Es ist schon genug? Ich denke mal, das ist nicht genug geschmolzen, oder? Ja. Ich glaube, es muss noch... Also der Name Fake-Köche, das haben wir nicht verdient. Wir sollten eigentlich unsere Show die schlechtesten Köche der Welt nennen. Ich weiß nicht, und Milli und ich reden immer so viel von heiraten, ne? Und ich glaube, nach diesem Video wird es ja definitiv echt keiner mehr heiraten. Das steht ja schon mal fest. Da haben wir alle Chancen verdammt. Aber Milli, was ist jetzt auch für uns ein Sprichwort? Auch Profis machen Fehler. Ich mach's jetzt nochmal in die Mikrowelle, während du alles andere machst. Okay, ja. Warte, ich muss erstmal diesen Stock sauber machen. Schneebesen. Ja. Ha, weiter. Aber Milli, aber das Problem. Milli. Du hast eben deine Kochorgel. Wir müssen auf unsere Butter warten, bevor es weitergeht. Deswegen kann ich jetzt nichts machen. Ja, solange erzähle ich halt einfach darüber, wie Alisa. Aber wie toll sie ist. Junge, nein, du erzählst jetzt über den Anfang deiner Social-Media-Welt, auch mit Koch Amadeus. Weil, wisst ihr, was mich voll nervt? Leute, sage ich jetzt ganz ernst in die Kamera. Viele denken immer, dass Milli nach mir mit TikTok oder Social-Media angefangen hat. Aber nein, Milli war eigentlich die Erste, die damit angefangen hat. Ich habe nur durch Milli Maus mit TikTok angefangen.
Erzähl mal. Und sie macht eigentlich schon voll lange alles. Und ja, also Leute, bei mir war das halt so, dass ich als Kind, also was heißt Kind, wo ich jünger war, ich glaube, das haben wir alle hinter uns, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14 so, da hat es halt angefangen, dass ich einfach immer diese ganzen YouTuber mir angeschaut habe. Shirin David, Bibi's Beauty Palace, Dagi Bee, also ich war wirklich so ein richtiger YouTube. Mini war der größte, du warst der größte Shirin David Fan. Absoluter Shrizzle, ne? Ja. Ich hatte ja die größte Shrizzle Phase meines Lebens. Ich und meine Freundinnen, wir waren und alle immer so genervt. Genau. Ich konnte nicht mehr. Ich habe in der Schule meinen Freunden gemeint, was soll ich machen? Meine Schwester redet nur von YouTubern. Sie will die ganze Zeit mit meiner Mutter zu Fantrips fahren. Das hat mich so gestört. Ja, weil Alisa war halt nie so auf dem YouTube-Trip. Weil Alisa hat nicht so zu dieser Generation gehört, die halt so richtige YouTube-Fans waren. Ja. Das war eher ich und meine Freunde. Und du warst einfach auf jeder Plattform vertreten. Auf jeder Videoplattform warst du da. Ja, und dann hat es halt bei mir angefangen mit Videos da. Ich glaube, das kennen richtig viele. Diese App mit dem Stern, dieser lilane Stern und jeden Tag nur Vlogs gedreht. Ja, das kenne ich stundenlang nicht. Vlogs gedreht. Und das hat mir so Spaß gemacht. So, und das war dann die Phase. Danach, das habe ich halt gemacht, weil ich ja so ein YouTube-Fan war und wollte unbedingt YouTuberin werden. Das war mein großer Traum. Und für mich die schlimmste Phase. Genau, ja. Alisa fand kam das danach? Fand das halt übertrieben nervig. Was denn? Dubsmash. Ne, Videos habe ich nicht mitbekommen, aber Dubsmash. Ja, da war ich noch sehr jung. Ich habe ein persönliches Problem mit Dubsmash. Weil Mel und ich waren früher immer schon am Chillen. Also wir waren jetzt nicht beste Freunde, wie wir jetzt sind. Aber früher waren wir die ganze Zeit am Chillen und ich wollte mit Mel chillen, Filme gucken. Und du hast die ganze Zeit da Dubsmash gemacht. Ja, das war... Ich weiß es noch, im kleinen Wohnzimmer. Auf jeden Fall, dann war ich halt süchtig nach Dubsmash, habe am Tag so 50, 60 Dubsmash-Videos gemacht. Dann kam immer mehr Videoplattformen. Wir haben uns auch gestritten. Ja, genau. Wegen Dubsmash gab es bei uns ernsten Streit. Wir haben uns immer wegen Dubsmash gemacht, es reicht, ja. Du bist süchtig. Weil ich konnte nicht, du warst für mich so wie so ein Roboter, so ein Dubsmash-Roboter. Genau, aber direkt nach Dubsmash kam eigentlich TikTok, ne? Ja, aber da waren wir noch voll jung, da hast du das noch nicht so richtig wahrgenommen. Ja. Musical.ly, glaube ich. Musical.ly. Oh mein Gott, Musical.ly. Hast du mal so Musical.ly gesehen? Also Musical.ly war wirklich mein Leben. Okay. Ich glaube, ich mach das mal. Ich bin ja der Koch, glaube ich. Ja. Erzähl, mach mal ein Rezept auf und erzähl über Musical.ly dein Leben. Ja, mach das mal rein, weil ich weiß ja, was danach kommt. Auf jeden Fall erstmal jetzt, Leute, die Butter rein. Seht ihr, wie geschmeidig die ist? In die Schüssel. Und dann fügen wir unser weißen Zucker hinzu. 50 Gramm hatten wir ja gesagt. Aber wir brauchen auch noch braunen Zucker. Braunen Zucker? Ja, wir brauchen zwei Zuckerarten, und zwar einmal weißen Zucker und 100 Gramm braunen Zucker. Ich glaube, wir haben keinen braunen Zucker. Doch, haben wir. Mami? Ich habe den schon hier. Bruder, wo ist er? Hier. Ah, normal, der ist hier. Warte. So. Oh, und ich mache mal meine Haare zu, bevor jetzt wieder hier... Wir wollen ja keine Haare, Mannschaft. Nee, aber ganz ehrlich, ich koche immer mit... Also, ich mache meine Haare nie zu und es passiert eigentlich nie was, ne? Ja, es passiert echt nie was. Weil ich mache ja so. Ich weiß ja, wie ich es zu hantieren habe. 100 Gramm brauner Zucker. Ja. Oh. Dings. Das muss raus. Ja, ja, wir wollen keine Zuckerklumpen. Das war jetzt blöd. Also, ja. Dieser Zuckerklumpen muss auf jeden Fall raus. Auf jeden Fall. Das kommt dann auch nochmal. Wenn wir Mama gebacken haben, war das Einzige, was wir gemacht haben, nur Sachen reingeschüttet. Dann haben wir es mal gestritten, wer das reinmachen darf. Ja, ja. Wir brauchen noch ein Ei. Ein normales Ei. Ein normales Ei. Und eine Prise Salz. Das Ei schlage ich mal. Perfekt. Super, perfekt, so macht es ein Boss. Ein Boss in der Küche. So, wir haben was falsch gemacht. Was denn? Wir hätten das eigentlich hier drin machen sollen. Hä, ist ja nicht schlimm, man kann das ja auch da reinschütteln. Weil wir haben ja auch diesen Kitchen. Das kann man ja da reinschütteln. Sicher? Hä, natürlich, alles im Leben geht. Ja, okay, das schütteln wir dann einfach mal da rein. Warte, wir brauchen am besten so einen Silikonlöffel. Das hier. Ja, normal. So? Ich sag dir mal, Milli, auch wenn du besser kochen kannst, ich bin immer noch deine Großschwester und hab ein bisschen mehr Ahnung von sowas. Ja, das hätte ich mir jetzt natürlich auch denken können. Nee, du meinst ja ein Problem. Ja, das ist ja jetzt eine kleine, ist schon umständlich jetzt. So. Perfekto. Oh, Leute, zurück zu Social Media. Wir waren ja gerade beim Musical.ly stehen geblieben. Auf jeden Fall, weißt du noch, wie kranksüchtig ich auch nach Musical.ly war? Ja, das ging auch eine sehr lange Zeit. Aber da war es auch gut. Musical.ly war super.
Also, ihr wisst ja, das hat so Spaß gemacht. Und ja. Diese Tänze. Und immer so schnell und so. Ja. Ich konnte das halt einfach so gut. Sowas konnte ich halt noch nie. Ich kann ja bis jetzt immer noch nicht auf TikTok. Ich mache ja auch keine TikTok-Tänze oder Lip-Sync und so. Das kriege ich ja alles gerade nicht so gut. Ich mache das ja bis jetzt nicht. Das gehört ja nicht zu meinem Content. Du hast sowas aber voll drauf. Ja, und dann kam halt danach auch direkt irgendwann halt TikTok. Da war mein Musical.ly-Herz gebrochen. Mehl, ne? Warte. So, das muss jetzt erstmal gerührt werden. Hier mit dem KitchenAid. Wir benutzen das, um ehrlich zu sein, das erste Mal. Also, weil wir backen ja auch irgendwie nie. Und ich war zum Beispiel gar nicht auf diesen Vorreiterplattformen von TikTok vertreten. Also ich bin erst mit TikTok auf den Zug gesprungen, aber alles andere habe ich wirklich bei Meli gesehen. Und vorher, ich fand TikTok nie cringe, aber ich dachte mir, ich kann das nicht. Es gibt ja Leute, die sagen, TikTok ist cringe. Nein, zu den Leuten habe ich nie gehört. Ja, ist ja super. Warte. Hä? So langsam? Leute, wir mixen gerade unseren Teig. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil da wird irgendwie alles gemixt außer der Teig. Also, ja. Da wird gerade einfach. Wir machen jetzt weiter, das ist schon gut. Die Luft gemixt. So. 150 Gramm Mehl. Aber Mehl, du hast ja bei TikTok am Ende so einen Durchbruch. Wie hast du das geschafft? Ja, also das war halt so, dass ich dann halt natürlich auch auf TikTok dann, weil das war ja immer mein Traum, irgendwie Fame zu sein, auf YouTube, YouTuberin zu sein. Nicht dieses Fame, du fandest einfach nur dieses Influencer da sein. Ich wollte einfach, nicht mal Influencerin, ich wollte einfach schon immer so YouTuberin sein, weil ich habe das immer so geliebt, schon wie ich schon erzählt habe, immer so alles zu erzählen. Vlogs. Ja. Vlogs waren wir am coolsten. Und ich habe auch schon immer als kleines Kind immer so Holz gedreht und das war halt so mein Traum immer so, dann einfach auch so wirklich zu einem Publikum zu sprechen. Ne? Yeah. Und dann dachte ich mir so, wie cool wäre das, wenn die mir dann antworten und kommentieren. Und dann wollte ich halt natürlich auch auf TikTok viral gehen, damit das da klappt. Für mich war es auch ein Traum, aber so ein heimlicher Traum. Was heißt heimlicher Traum? Ich dachte mir, ich mache das eh niemals. Das wird bei mir eh niemals passieren. Das wäre zwar cool, aber ich mache jetzt nichts, um wirklich darauf hinzuarbeiten. Ja. Weil das wird eh nichts. Das ist nicht unser Ding. Ja. Ich wusste auch nicht, ob das jetzt von zu Hause aus so in Ordnung wäre, so extrem in der Öffentlichkeit zu stehen. Aber bei mir ist ja wirklich so einfach passiert. Ja, genau. Ja, bei mir war das halt wirklich, ich wollte das ja und habe dann auch wirklich alles dafür getan. Was heißt alles dafür getan? Du hast nicht alles dafür getan, du hast Videos gepostet. Nein, ich habe nicht alles dafür getan, aber ich habe dann auf TikTok, habe ich mir dann immer so Sachen ausgedacht, was kann ich jetzt posten, was viral geht. Halt aber so, stopp, was jeder versucht. Nein. Hier muss ich aber sagen, nicht auf Skandale gegangen, du hast nie versucht, irgendwelche kontroversen Dinge zu sagen, damit du niemals so, nein. Du hast versucht, dich zu stylen und cool zu sein. Nein, auch noch nicht mal das. Ich hatte doch am Anfang einfach nur Videos aus meiner Kamerarolle genommen, wo ich mir dachte, oh, das können die voll krass. Lustig. Und lustig finden und habe das dann gepostet. Zum Beispiel mein erstes Video, was viral war, das war einfach nur ein Video von mir, wo ich in der Türkei sitze im Restaurant und ein Hund neben mir, vielleicht können sich jetzt ein paar Leute daran erinnern, ein großer Labrador neben mir steht und ich richtig weine, weil ich so Angst vor ihm hatte. Hast du diesen Hund? Ich hatte ja früher sehr Hundeangst. Und dann hatte ich halt so richtig Panik und so am Zittern und wo ich ihn so streichele und mit dieser dramatischen Musik im Hintergrund. Und das hat dann über 1 Million Klicks bekommen und dann hatte ich halt auch Follower. Also Dann hast du viele Follower bekommen und danach hast du halt das ausgenutzt. Was heißt ausgenutzt? Danach hast du halt so viele Dann dachte ich mir so, oh cool, genau. Und Leute, diesen Hund sehen wir immer noch jedes Jahr, ne? Dieser Hund, das ist bei uns ein Legendenhund und ich mag diesen Hund überhaupt nicht. Ich finde den, also ich habe sowieso Angst vor Hunden, aber noch vor so Straßenhunden habe ich extrem Angst. Der ist so riesig. Er ist Mischung Kangal, Mischung Labrador. Ja. Ich glaube schon, ja. Ich stelle euch mal vor, wie riesig dieser Hund ist. Wir haben Todesangst vor ihm. Ja, der ist schon sehr beängstigend, aber an sich ist er super lieb. Und wir haben den auch viel zu verdanken. Ne, wir haben den auch viel zu verdanken. Ja. Also, ich, keine Ahnung. Also 10. Also, ich glaube 0,1. 0,1. Jetzt kommen wir zu Matcha, Leute. Das sind ja Matcha. Nein, oh, das ist viel zu viel. Oh. Warte kurz. 10? Wie 10 Gramm? 10 Gramm Matcha-Pulver. Das kann doch nicht sein, das ist doch unnormal wenig. Nein, warum machst du... Achso, ich dachte, du machst noch mehr. Okay. Nein. Ja, 10 Gramm kommt in einen kleinen grünen Teufel rein. Das ist viel zu wenig, 10 Gramm. Ja, aber das steht ja wirklich hier, ne? Ja, aber wir haben doch auch... Das schmeckt uns zu stark. Ja, aber das ist Cooking Matcha. Das schmeckt eh nicht so stark. Warte mal, stopp mal. Ich denke so viel. Wie viel ist das? So ungefähr 50. Ist doch gut.
Nee, Schmilli, wir kennen es doch aus. Bisschen weniger. Wir benutzen Cooking Matcha. Kein normales, starkes Matcha. Sonst wird das wirklich zu bitter. Ja, aber wir sind jetzt auch nicht so Fake-Matcha-Köche, die das nur machen wegen der Farbe. Okay, stopp. Wir wollen ja schon den Geschmack vom Matcha drin. So. Das ist perfekt, glaube ich. Das ist echt perfekt. Milch müssen wir reinmachen. Nein, da kommt keine Milch rein. So welche trockenen Cookies? Ja. Wer will denn so trockene Cookies essen? Ich atme gerade Matcha ein. Oh, jetzt brauchen wir noch Natron. Milli, immer mehr Puder. Das 2 Gramm Natron. Du spinnst, Bruder. Ich mein's ernst. Das ist unser Rezept. Und da war als einzige Flüssigkeit nur... Leute, das ist hier wirklich ein Fake-Koch vor mir. Nein. Natron? Jetzt müssen wir das in den KitchenAid wieder machen. Ja. Okay, jetzt erzähl ich mal, wie das bei mir so entstanden ist, Leute. Also wie gesagt, Meli hat mit TikTok angefangen und ich habe bald gesehen, es macht ihr voll Spaß und so. Aber ich dachte, ich kann mich nicht so vor die Kamera stellen. Dann habe ich erstmal so langweiler TikToks hochgeladen, irgendwas über Bücher. Bücher sind nicht langweilig, ich mache immer noch Book-Content, aber ich habe da nicht so richtig meine Persönlichkeit gezeigt. Ich hatte dann so 3-4 Videos online und dann haben wir mit Lives angefangen. Aber erstmal waren wir nur zusammen live, immer mit Letty. Hier in der Küche haben wir sogar damit angefangen, wir waren immer live auf TikTok. Und dann habe ich angefangen, selber mich mal hinzusetzen. Guckst, ist da irgendwas komisches? Nein, weil deine Augenbraue sah gerade so gut aus, deswegen habe ich hingeguckt. Danke. Und danach habe ich angefangen, mich öfter hinzusetzen, beim Schminken Livestreams zu starten. Und ich hatte eigentlich immer gute Zuschauer. Ich hatte schon so 200 bis an guten Tagen 800 Zuschauern. Ja, und danach habe ich halt dadurch Follower bekommen und irgendwann mehr TikToks gepostet, die dann gut angekommen sind. Da dachte ich mir, es kommt gut an. Ich dachte mir, ehrlich gesagt, wie, das kommt gut an? Ne? Du hattest damals mit so richtig viel mit Studium erzählt. Ja, ich habe ja. Ey, Mama, erinnerst du dich noch daran? Meine Mutter steht gerade dort, Leute, und schaut uns zu. Und da habe ich angefangen mit diesem, ich bin studentisch, ich hole mir einen Matcha Latte. Da hat auch diese kleine grüne Teufel-Story angefangen. Ey, Meli, bitte kannst du erzählen. Geht das? Nee, das sieht aus wie ein Matcha-Klumpen. Wirklich? Das sieht richtig schlimm aus. Lass ihn einfach. Jetzt machen wir nur noch ein bisschen auf Stärke 1. Der Kochbox macht jetzt noch ein bisschen auf Stärke 1. Ja. Ja, aber jetzt schau ich. Warte mal, die GoPro. Wir machen noch ein bisschen mit der GoPro hier. Du kannst ja mal zeigen, wie das da drüben aussieht im Matcha-Käfig. Ja. Und ich räume ja schon mal hier ein bisschen auf. Ha, das wir total vergessen haben. Wir wollten doch unbedingt noch einen Matcha trinken. Machen wir auch, wenn die Kekse im Ofen sind. Genau. Leute, der Matcha... Leute, wie komisch. Sieht aus wie Wasabi. Wirklich, wie Sushi-Wasabi. Ja, ich habe ja auch gesagt... Nee. Ich denke, es war zu viel Matcha-Pulver. Ich habe gesagt, da muss auch ein Schuss Milch rein. Das ist der Übeltäter. Das reicht jetzt. Man sagt, wann macht man so aus 2 Stunden? Okay, ich denke, ja... Leute, ich zeige euch jetzt diesen Teig. Das ist Millis Matcha-Teig. Der sieht doch super aus. Ich finde, der sieht super aus. Ich finde, der muss ein bisschen flüssiger sein. Lass uns mal die Konsistenz testen. Der ist hart. Der ist Hartenstein. Der ist das? Das ist Zement, Meli. Ja, aber wir haben wirklich das Rezept 1:1 nachgemacht. Ja, deswegen werden wir das jetzt am Ende machen mit Taste-Test. Du bist ja wohl hier der Kochboss. Wenn es schmeckt, bist du halt schuld. Wo sind diese Schokodrops? Da kommen ja noch Schokodrops rein. Meli! Mini, aber bitte erzähl mal, dass du jetzt Matcha liebst und früher immer Matcha gehatet hast. Boah, Leute, also ich war ja wirklich der größte Matcha-Hater, ne? Alisa hat ja irgendwie angefangen mit Matcha, weil Alisa hat immer so Sachen im Kopf. Nein, ich mochte schon immer Matcha. Ja, aber dann plötzlich fand sie das wieder voll cool und ich fand das aesthetic. Ja, genau. Ich hab's bei Starbucks bei einer Frau und da hat sie gedacht, oh mein Gott, wie lecker sieht dieser grüne Drink aus. Habe ich gelesen, das ist Matcha. Und dann ist mir eingefallen, ich habe schon öfter bei japanischen Restaurants Matcha-Eis und so gegessen. Chocolate Chunks übrigens. Und ja, dass ich das eigentlich unnormal mag. Ja. Reichen die Chocolate Chunks? Ich glaube schon. Okay. Okay. Meine Mama hat mir gerade von da ein Zeichen gemacht, dass mit den Chocolate Chunks reicht. Was sollst du jetzt machen? In der Hand kleine Kügelchenform. Aber sollen wir nicht erstmal unseren Wasabi umrühren? Nee, das darf man nicht in den Mixer machen, dann wird die Schokolade zermatscht. Ja, ich weiß. Aber wenigstens ein bisschen grob. Umrühren. Ja. Und jetzt, erzähl mal jetzt, weil ich muss es hören, weil Meli war ein Matcha-Hater.
Also ich war so einer der größten Matcha-Hater. Deswegen kann ich auch immer relaten, wenn Leute so sagen, wie kann euch das schmecken? Da bin ich immer so, ich weiß. Und sie hat ja sogar einmal, wo sie den Matcha probiert hat, aus dem Fenster gespuckt. Ja, das also werde ich nicht vergessen. Sie hat ihn aus dem Fenster gespuckt. Die ersten Male, bei denen ich halt den Matcha probiert habe, habe ich ihn jedes Mal einfach nur ausgespuckt, weil der für mich so grauenhaft geschmeckt hat. Und jedes Mal habe ich zu Alisa gesagt, wie kannst du das trinken? Das schmeckt so schlimm. Ja, und dann habe ich das halt, dann haben wir halt gesagt, komm, wir werden jetzt einfach mal mich dazu zwingen, jedes Mal diesen Matcha zu probieren. Ja, jedes Mal hat sie den dann probiert. Und dieser Name, kleine grüne Teufel, wie ist der kleine grüne Teufel entstanden, Leute? Also, ich mochte den Geschmack von Matcha eher, aber ich wusste jetzt nicht, dass es so einen Drink bei Starbucks gibt, den man sich so holen kann. Deswegen war ich irgendwann mal in der Schlange und habe dann einfach gewartet, habe ich auch mit diesem Drink gesehen, dachte mir, oh mein Gott, ist es grün, ist es milchig, ich liebe sowas, ich probiere das mal. Und danach habe ich gemerkt, ja, das ist Matcha, ich mag Matcha eh. Dann war ich süchtig danach. Ich bin jeden Tag zu Starbucks gefahren, das war so vor 3 Jahren oder 2 Jahren, ne? Jeden Tag dorthin gefahren, um mir diesen Drink zu holen. Ich war wirklich verrückt nach diesem Drink, ne? Und dann hatte ich irgendwann, war ich vor meiner Uni, ich habe dann auch neu mit TikTok angefangen. Ich wollte eigentlich so einen Outfit-Check abfilmen im Auto. Danach habe ich gesagt, ey Leute, ich habe mir gerade einfach wieder einen kleinen grünen Teufel geholt. Dieser kleine grüne Teufel hat mich einfach im Griff. So ist es entstanden, danach habe ich es immer so genannt. Aber mittlerweile machen wir den kleinen grünen Teufel nur noch zu Hause, was wir auch in dieser Folge tun werden. Genau. Und wir haben den halt damals bei Starbucks immer mit Sojamilch gekauft. Aber jetzt, wenn wir den jetzt bei Starbucks mit Sojamilch nochmal trinken würden, dann würde uns nicht. Auf jeden Fall nicht schmecken. Weil wir mögen nur noch mit Hafermilch und wir lieben das am meisten, wie wir den machen. Wir können den best machen. Ich mein's ernst. Lass Hände waschen, bei den Händen Kügelchen formen, oder? Ja. Okay, natürlich waschen wir uns die Hände, bevor wir die Kekse machen. So. Wir haben uns jetzt die Hände gewaschen, kleine Drinkpause. Milo, du weißt ja, Leute, ich mache mal diesen Witz bei meinen Freunden, egal wo wir sind. Immer wenn ich ein Wasser einschenke, machst du Garson. Garson. Manchmal machst du das bei Freunden, die das zum ersten Mal sehen. Das ist immer so schockiert. Alisa macht das immer. Aber es ist ein geiler Scherz, merkt euch das. Garson. Dann musst du so tun, als wäre der Kellner. Mhm. So, zurück. Jetzt fangen wir an mit den Matcha-Cookies. Bevor du weiter erzählst, müssen wir noch den Ofen auf 160 Grad erwärmen. 180. 160. Steht bei mir im Rezept. Ich vertraue mal einfach dem Koch, ne? Dem Koch Amadeus. Nee, ich fange schon mal an, ne? Ja. So kleine Kügelchen einfach. Ja, du musst sie noch nicht mal so unnormal rund machen. Doch, ich sehe mal, alle machen das so rund. Echt? Warum sind das gerade nicht voll professionell von mir? Warte eine Sekunde. Oh, 165. Mini, du ignorierst gerade voll, dass ich was voll gut mache. Leute, wusstet ihr, dass ich immer in meinem Leben geht es nur um eins, dass Milli mich lustig findet, ne? Immer als erstes, seitdem ich klein bin, ne? Manchmal mache ich 15 Minuten einen gleichen Witz in der Ecke, zum Beispiel ein kleines Tänzchen, bis Milli dieses Tänzchen entdeckt, aber Milli ist dann so gemein manchmal, sie tut dann was, sonst würde sie sich nicht sehen. Da habe ich doch 15 Minuten nochmal ja, Atmen gemacht. Ja, manchmal, das ist einfach nicht lustig. Aber wir haben schon oft darüber geredet, ein guter Witzemacher, ein guter Comedian, der braucht halt mehrere Anläufe. Hä? Manche funktionieren. Na, ich versuche den ganzen Tag nur lustig sein für Millionäre. Und manchmal schaffe ich halt nicht, genau wie ein Fußballprofi. Bruder, schafft er jedes Mal 100 Tore zu schaffen mit dem Elfmeter? Nein. Aber ich sage mal, schaffe, ne? Wisst ihr, selbst mich freue. Aber der Witzemacher darf nicht über seine eigenen Witze lachen. Deswegen muss ich bleib jetzt wieder locker, damit ich lustiger bin. Ja, das ist ein was ich auch mal gelesen habe. Das stimmt wirklich, weil die ältesten Geschwister, die sind meistens so die Witzemacher im Haus. Warum? Weil die halt versucht haben, als Kind, wo die kleineren Geschwister auch noch viel jünger waren, haben die halt immer versucht, die kleineren Geschwister zum Lachen zu bringen. Ja. Und deswegen sind die halt, bis sie erwachsen sind, ständig nur am Witzemachen. Vielleicht bist du auch deswegen bei unserem Bruder Ali lustiger und bei mir nicht. Ja, kann wirklich sein. Der bringt mich zum Lachen. Meine Mutter ist auch lustig. Hä, du hast noch gar keinen einzigen Keks gemacht. Genau. Okay, erzähl du mal weiter erstmal, was du eben noch... So, und dann habe ich jetzt auch angefangen mit diesen Livestreams ab und an. Also irgendwann war ich fast jeden Tag live, aber immer so für eine halbe Stunde. Ich muss aber hier sagen, das war die Zeit, bevor diese ganzen Live-Matches so extrem beliebt wurden. Jetzt gehen wir zum Beispiel gar nicht mehr live, weil ich möchte mich ein bisschen davon distanzieren. Aber zu dieser Zeit gab es das noch nicht. Ich war wirklich nur im Stream mit Mädels, ich habe mich geschminkt, Schminktipps gegeben. So, das war eigentlich immer ganz cool. Das war so eine coole, das war so ein Safe Place. Auch für uns, das hat so Spaß gemacht einfach. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, wir haben uns fertig gemacht. Es war so ein Sommerabend, wir sind rausgegangen. Dann standen Millie Maus und ich so vom Handy. Wir dachten, lass uns so einen TikTok machen oder einfach vom Spiegel war das, glaube ich. Da haben wir gesagt, ey Millie, wir sind zwei voll hübsche Schwestern. Wir können eigentlich so zweit, so können wir so voll
uns als TikTokerin machen und so. Lass einfach ab jetzt. Junge, meinst du es gerade ernst, Bruder? Nein. Nein, guck mal, wie ist das so? Du ja, bist nicht der Koch. Nein, glaub mir, das ist jetzt... Ich möchte es mal kurz zeigen. Melis Cookies und meine. Leute. Nein, ich meine es jetzt ernst, ne? Nein, jetzt sag mal kurz, hör mal zu. Guck mal hier. Die Cookies, hast du schon mal welche gesehen, die so perfekt waren? Ich sehe das die ganze Zeit auf TikTok und Reels. Weil ja. Ich sehe immer welche, die so bröckelig sind. Noch. Die werden doch eh noch groß, oder? Nein. Nee, probieren es einfach mal aus. Okay, ein paar können so, ein paar. Deine und meine ist ein Unterschied. Ich mache meine wieder auf die professionelle Art und Weise. Genau. Und ab diesem Tag, wo wir uns einfach vorgenommen haben, dass wir jetzt öfter TikToks drehen, wir uns dachten, wir haben eigentlich das Potenzial, wir sind lustig, wir sind hübsche Mädels, wir sind Premium-Chayas, haben wir wirklich jeden Tag TikToks gemacht. Also wir haben mehr so Lip-Sync-Sachen gemacht, auch mal mit Lara getroffen auf französische Lieder, La Puissance, so diese Sachen haben wir die ganze Zeit gemacht. Das kam auch eigentlich ganz cool an. Was heißt cool an? Wir haben ein paar Views bekommen, aber ja, hat nur Spaß gemacht. Und wir haben halt hauptsächlich auch die ganze Zeit nur versucht, lustig zu sein. Ja, und wir haben so richtig alberne Videos gemacht. Richtig albern. Ich wünschte, also guck mal, mittlerweile, Leute, sind wir nicht mehr so albern. Es hat seine Gründe, darüber werden wir mal wann anders reden. Aber wir waren so albern, wir waren wirklich außer Kontrolle. Ich habe mir meine Videos angeschaut und dachte mir, was macht dieses Mädchen da? Ich habe gesagt, hast du kein Schamgefühl? Ist dir nichts im Leben peinlich? Was postest du da? Ja. Deine waren Endstufe. Millie hat Videos gemacht, wo du irgendwie so rumtanzt und so ja, mit so komischen Klamotten. Einfach das gepostet, was ich jetzt wirklich so einfach, worauf ich Bock hatte, weil ich es so lustig fand. Und habe nicht mal eine Sekunde darüber nachgedacht. Ja, die Kekse kommen jetzt in den Ofen. Nein, aber oder? Noch, oder ist schon fertig? Ja, der wird ja, ja, ist, ja ist der okay. Ist okay. Ich räume jetzt mal hier ein bisschen auf. Hä, wir haben ja noch voll wenige irgendwie. Ja. Ich verteile die mal ein bisschen besser. Wir essen eh sowieso nicht so viele. Vielleicht fühlst du den ganzen Tag Kekse essen. So, jetzt der kleine Grundteufel. Aber bevor wir mit dem kleinen grünen Teufel anfangen, räumen wir natürlich erstmal ein bisschen auf. Ja, okay, wir räumen jetzt kurz auf. Die Kekse sind im Ofen und jetzt machen wir einen kleinen grünen Teufel genau auf unsere Art. Weil viele Leute, die machen den einfach nicht so, wie es uns schmecken würde. Weil wir probieren überall Matcha, wenn die den anbieten. Genau, aber bevor wir das machen, müssen wir noch kurz erzählen, was wir gemacht haben. Oh. Und zwar haben wir nämlich die Kekse vergessen, mit einem Esslöffel platt zu drücken. Das habe ich jetzt gemacht, ich habe sie kurz mit Wasser ein bisschen nass gemacht und die platt gedrückt. Ja. Im Ofen sind die. Die sind im Ofen. Ja. Für den kleinen grünen Teufel braucht man einfach nur heißes Wasser. Es darf nicht auf 100 Grad sein. Du beachtest das immer, 70 ne? oder 70 80. bis 80 Grad, sonst macht ihr den Matcha kaputt. Das Wasser machst du jetzt einfach hier rein. Das, ja. Das war 80 Grad, aber ich weiß nicht, warum es gerade so dampft. Aber ich glaube, das ist gerade ein bisschen zu viel. Das ist, weil einfach die Schüssel so groß ist. Ja, die Schüssel ist gerade groß. Aber das ist wirklich eine Sache, die wir perfekt machen können. Kleinen Löffel bitte. Der liegt doch da, oder? Ach so, ja. Sorry, hab's gar nicht gesehen. So. Das machst du jetzt einfach hier rein. Wir machen immer so zwei Löffel für zwei Personen. Genau. Das ist ein bisschen zu viel gerade. So. Jetzt müssen wir das mit dem Matcha-Stab einfach so mixen, ein bisschen. So, Millie, erzähl mal ein bisschen. Jetzt haben wir es ja geschafft. Also, was heißt geschafft? Ich finde es so cringe, so zu sagen. Wir haben es geschafft. Wir haben gar nichts geschafft. Wir sind TikToker. So, aber ist es so, wie du es dir vorgestellt hast, Millie? Weil du hast erzählt, dass es so einer deiner Träume war, auf jeden Fall. Also, es ist auf jeden Fall überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt, weil man stellt. Aber da muss man halt auch beachten, mein Kopf damals mit 12, 13 war halt ganz anders als jetzt. Das heißt, ich hatte mir das alles noch viel krasser, cooler vorgestellt. Man hat einfach so diesen kindischen Kopf. Man hat alles ganz anders, aus einer anderen Sicht und Perspektive gesehen als jetzt. Weil du dachtest dir, oh mein Gott, wow, die machen dir den. Guck mal, ich weiß, was man sich auch mal denkt. Wir dachten mal früher, diese ganzen Sachen mal krass. Zum Beispiel diese DM-Halls, wo ich gesehen habe, die holen nicht so viele Sachen bei DM. Ich dachte, das können wirklich nur Influencer machen. Genau. Und weißt du, was früher unser größter Traum war? Wir dachten ja einmal, jeden Tag haben wir daran gedacht, Millie, ich will einfach mal 50 Euro haben. 50 Euro, was wir bei DM nur für Schminke ausgeben. Genau. Weil natürlich hatten wir immer alles, aber Leute, wir durften jetzt nicht unser ganzes Geld für Schminke ausgeben. Ja. Das war einfach so ein Traum, den wir hatten. Deswegen fanden wir das alles so cool. Genau. Natürlich ist es jetzt geisteskrank cool. Es ist geisteskrank cool, aber nicht so, wie man sich das Ganze vorstellt. Es ist übertrieben cool. Es macht auch übertrieben so, Spaß. So, zicki-zacki muss man das machen. So im Zickzack. Aber es ist halt einfach nicht so übertrieben aufregend, wie man sich das damals vorgestellt hat. Ja, aber ich denke, es hat aber auch was mit uns zu tun. Zum Beispiel, wir sind aber auch Leute, es gibt ja die Leute, die fragen, hat Social Media dich verändert? Ich finde diese Frage allgemein voll lächerlich, weil, tut mir leid, es gibt so viele Dinge im Leben und das ist dann was Kleines. Und wenn das eine Veränderung, sagen wir mal,
Fame eine Veränderung in einem hervorruft, so, dann ist auf jeden Fall nichts normal in der Birne. Ja, ja. Es hat uns null verändert, auch weil wir, das beantworte ich auch voll oft auf Instagram bei Fragerunden, es hat sich nichts verändert, weil alles um uns herum ist gleich. Wir sind mit den gleichen Leuten unterwegs, wir sind an den gleichen Orten. Weißt du, was ich meine? Bei uns hat sich wirklich... Das Einzige, was sich so verändert hat, ist halt wirklich, dass wir ab und zu mal auf Events gehen. Ja, okay. Und halt, dass wir auch so unser eigenes Geld auch verdienen jetzt. Ja. Und dass wir auch halt auf der Straße... mal erkannt werden. Aber was anderes nicht. Aber Das ist jetzt für mich keine krasse Veränderung, die irgendwie mein Leben oder irgendwas verändert. Alles ist richtig cool. Ich liebe es. Zum Beispiel, ich liebe es ja wirklich, Influencerin zu sein. Das ist für mich so geil. Ich stehe jeden Morgen auf, ich mache meine Videos, ich schminke mich. Das macht mir Spaß. Aber Es ist jetzt nicht so, so eine gravierende Veränderung. Wichtig für den perfekten kleinen grünen Teufel, Leute, wir benutzen immer schon so einen Matcha-Besen, weil viele sagen, dass er bei den klumpig wird. Und dann nehmen wir noch so ein kleines Sieb so und filtern das nochmal aus. Es sind zwar noch kaum Klumpen da, aber so haben wir halt gar keine Klumpen in so einem kleinen grünen Teufel. Wir haben noch schönere Gläser. Welche denn? Eins, die sind und mit. Genau, die wir immer benutzen. Unsere Lieblings-Matcha-Gläser, in denen machen wir das immer. Und Leute, bei uns ist immer so, wer morgens zuerst aufsteht, der macht einen kleinen grünen Teufel. Und dann auch für den anderen halt. Aber in letzter Zeit stehe ich halt immer vorher auf. Ja. Und Mili kriegt auch manchmal wirklich so ein Luxus-Treatment, kleine grünen Teufel ans Bett. So, das ist wirklich so zweimal oder so passiert bis jetzt. Ich glaube, das ist auch schon mal bei dir. Nee, aber bei wem ist öfter passiert? Wer hat öfter einen kleinen grünen Teufel ans Bett bekommen? Ich glaube wirklich nicht du, ich. Bist du krank, Junge? Ich habe zweimal im Leben war vielleicht sogar. Ich habe dich schon so oft auch eingebracht. Ans Bett. Ungefähr gleich. Bei dir, Bruder, du kriegst den, wenn du noch gerade die Augen aufmachst, kriegst du einen Kampf. Das stimmt nicht. Doch, ich habe sogar Videos auf TikTok früher. Ich mein's ernst. So, Leute. Okay. Jetzt, wir haben uns doch für die Hafermilch ohne Zucker entschieden, weil die schmeckt eigentlich ein bisschen besser. Nicht so viel Milch reinmachen, weil wir müssen die gleich noch aufschäumen. Und wir haben so einen Power-Aufschäumer. So. Das schmeckt so lecker. Guck, hier ist ein bisschen zu viel, ne? Oh, das ist zu viel. So ein Experte bin ich. Milimu, kannst du jetzt anfangen aufzuschreiben? Also. Ey, Mili, die Kekse. Weißt du, was ich... Oh, die Kekse Leute. Haben wir total vergessen. Ich schau mal nach den Keksen und du mach mal weiter deinen Matcha. Ja, mach ich ja auch. Leute, die schäumen das Ganze jetzt auch. Schauen. Oh, da müssen wir immer... Guck mal, der Tornado. So sehen unsere Kekse aus. Ups. So. Ich muss ein bisschen mehr. So sehen unsere Kekse aus. Ich finde, die sehen super aus. Aber ich muss kurz testen. Ja, die können noch ein bisschen. Und, sind deine Kekse gut? Die können noch ein bisschen. Okay. Bei mir läuft alles perfekt, ne? So, der Super. Nächste. Ja, Bruder, wenn man das jeden Tag macht, dann muss ja auch fehlerfrei laufen. Ne? So. Also die Milch aufschäumen, das ist wirklich das Wichtigste. Ja, aber weißt du, was ich auch immer voll cool finde und was ich eigentlich immer machen will? Was denn? Also was ich auch einmal voll oft mache. Was denn? Ah, warte. Dafür brauche ich das hier danach. Mach jetzt mal das rein. Ja, und dann kann man das einfach so reinmachen. Ich liebe es, das ist so satisfying. Bitte schau mal, wie satisfying. Kleine grüne Teufelcam. So. Was machst du danach noch einmal? Ja, das ist jetzt nicht mehr nötig, weil es ist schon gut geschmeckt. Wie kann man ein Getränk, was so aussieht, nicht mögen? Das sieht einfach so lecker aus. Ich verstehe es nicht. Ich würde am liebsten einen Laden eröffnen, wo ich nur kleine grüne Teufel verkaufe. Und dann immer die Qual der Wahl. Welchen Strohhalm nehmen wir? Kann ich nicht entscheiden, du? Ich nehme heute, glaube ich, den Glasstrohhalm. Passt mir. Ja, ich auch. Ich mache jetzt einfach mal wieder mal nach. Mili, mach mir alles nach. Nein, Spaß, Leute. Ganz ehrlich, früher, wo Mili ja wirklich noch so ein Baby war und ich auch, hat sie mir wirklich alles nachgemacht. Alles und ich wollte sie deswegen umbringen, ne? Wir sind noch nicht so lange so gut befreundet. Wir können mal darüber reden. Sie ist mir bis zur Mülltonne hinterhergelaufen. Ne? Ja, ich konnte nicht mehr. Ich habe mich von meinen Eltern beschwert. Mili, mach mir alles nach. Ich habe wirklich noch. Jetzt gar nicht mehr. Ich habe noch so ein Video auf meinem Nintendo DS oder so, habe ich noch, wo ich so Alisa filme und ich gehe ihr die ganze Zeit nach, ne? Und dann gehen wir so zur Mülltonne und stehen dann so bei Alisa. Und sie sagt so: Mili, du kommst mir sogar bis zur Mülltonne. Mach mir alles nach. Das war mir zu viel. Wo ich erinnere mich schon perfekt an die Situation. Ich habe mich zu dieser Mülltonne umgedreht. Auf einmal sehe ich so hinter mir stehen, Mili. Ja, das war wie verrückt. Ich bin dir wirklich bis zum Winter noch nachgegangen. Ja, okay, Leute. Okay, cheers. Cheers. Ich habe schon probiert. Exzellent. Also, Leute, wegen diesem kleinen grünen Teufel bin ich auch Influencerin geworden. Ne? Das spielt eine Riesenrolle. Ich habe einfach so kleine grüne Teufel-Content früher gemacht. Ne? Lecker. Nochmal ein Cheers. Cheers. Ich glaube, das reicht für die... Warte, wir müssen noch unsere Cookies probieren. Die Cookies. Hol die Cookies raus.
Warte, Achtung. Oh, da sieht man, wer der Chefkoch ist an diesen Cookies. Heute habe ich mich bewiesen. Nein, das stimmt wirklich nicht. Das stimmt wirklich nicht. Willst du, okay, stopp mal, Leute. Warte mal. Welche Cookies sehen besser aus? Welcher? Das sind die von Meli. Das sind die von mir. Meli, sei doch mal ehrlich hier. Welcher Chefkoch holt einfach die Cookies raus und uns gucken, ob die überhaupt fertig sind? Meli, mit diesem Zahnstocher-Trick? Die sind fertig. Ein wahrer Chefkoch muss diesen Zahnstocher-Trick nicht machen, weil er schon so viel Ahnung ein hat. Ein wahrer Chefkoch gibt mehr Wert auf Kontrolle als auf Vertrauen, weil unsere Gäste sollen nicht enttäuscht werden. So. Ein wahrer Chefkoch legt auch Wert auf Optik und Schönheit und macht nicht sowas. Ein wahrer Chefkoch erinnert sich daran, dass er noch mit dem Esslöffel die Cookies plattdrücken sollte. Ja, jetzt komm. Okay. Okay, Leute, wir haben das Ärger von Mama bekommen. Kein A mehr und kein Bruder mehr. So. Wir haben gerade eine Debatte darüber, wer der wahre Chefkoch ist. Welche Cookies sehen besser aus? Ich würde nicht sagen, dass ein wahrer Chefkoch so welche Cookies macht. Ein wahrer Chefkoch macht die perfekten runden Cookies. So, und was ist das? What the fuck? Keiner will das essen. Und diese, hallo? Und diese kleine Melimu, die so tun, als wäre sie der wahre Chefkoch. Leute, der also, unerwartete Chefkoch des Tages. Alice. Nein, die Debatte könnt ihr da gleich verfolgen. Das haben wir nämlich stimmt eben gemacht. Ab. Stimmt und ab. Und dann könnt ihr abstimmen. Stimmt ab, wer in dieser Folge geboren hat. Wer ist der wahre Chefkoch? Yeah. Yes. So. Okay, Leute. Und jetzt, weil man merkt, diese Diskussion von uns beiden wird kein Ende finden. Deswegen bitte stimmt mal in den Kommentaren ab. Ey, wir machen das aber jetzt bei jeder Folge. Okay. Wer den Chefkochposten heute hat. Sei doch mal ehrlich, Mann. Ja, okay. Meiner Meinung nach ich. Ey, das ist ja wirklich krank von dir gerade. Sorry, ich muss jetzt nicht... Egal, ich hab keinen Bock mehr, über diese Kiste zu diskutieren. Leute, bei der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich wieder gewinnen, weil ich hab gerade einen guten Lauf. Mimi. Okay, bevor du weiter rum plapperst, probieren wir erstmal unseren Cookie. Ja, komm. Okay. Lecker. Ungemein lecker. Junge, wieso fähig? Das schmeckt gar nicht. Nein, warte wieder schon so... Wirklich lecker. Findest du den wirklich nicht lecker? Der schmeckt nach purem Zucker. Der schmeckt erschreckend. Du bist so fake. Du bist der wahre Fake. Der schmeckt mir. Nein, mir schmeckt der wirklich. Warum weil aber? Nein, weil für mich schmeckt der so ein bisschen so sehr nach Zucker irgendwie. Ja, der ist übertrieben süß. Ja. Aber ja, ich bleib lieber bei meinen kleinen. Das ist halt eine Süßigkeit. Das ist halt eine, ja. Das ist halt ein Nachtisch. Ja, dafür, dass das erste Rezept war, war es auch halt voll krass von uns. Mhm. Wir haben zwei Sachen gut hinbekommen. Ich finde das super. So, oh, Mama, Mama, Mama. Mami, kannst du mal probieren von meinem Cookie? Unseren Cookie. Aber ich gebe ihn jetzt meinen. Okay. Okay. Was sagst du? Gut. Ja, hä? Ich finde auch super. Süß. Meine Konsistenz, perfekt Cookie. Ja, und ich finde auch geschmacklich gut. Der ist tatsächlich super süß, Leute. Da kann man dann etwas... Nein, das ist original wirklich ein Cookie. Ja, ein richtiger Matcha-Cookie. Man könnte etwas am Zucker sparen, weil er ist schon ziemlich süß, aber sonst super. Ist ein super Cookie. Ja, ich bin zuckerempfindlich. Ja. So, Leute, wir sind jetzt am Ende der Folge angelangt. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir haben das auch zum ersten Mal gemacht. Deswegen, Leute, bitte schreibt uns Verbesserungswünsche in die Kommentare, weil das ist für uns alle, wir waren voll aufgeregt, okay? Ja. Das ist das erste Mal, dass wir das Ganze machen. Wir wollen dieses Format halt weiterführen, weil es eigentlich voll cool ist und wir haben das Ganze jetzt zustande gebracht. Deswegen sagt uns gerne, was wir verbessern können. Wir nehmen uns alles zu Herzen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Mua.